Breitengrad 0, am höchsten Punkt der Erde auf dem Äquator, in einem überaus vielfältigen, multiethnischen Land, dessen zahlreiche Kultur- und Naturgüter zum Erbe der Menschheit gehören, finden diejenigen ihr Ziel, die auf einem einzigen Platz den Zauber des Kontrastes suchen. An den steilen Abhängen der Andenkordillere zwischen dem Magma, dem Gestein und den Launen der Erde beherbergt der Vulkan Pichincha Quito, die Hauptstadt Ecuadors, an seinem Fuße eingebettet. Zusammenspiel von Epochen, eine Geschichte von Tempeln und Klöstern, von Altären und Innenhöfen, von Häusern und Straßen, zusammengedrängt am Horizont des Vulkans, machen aus Quito den Schauplatz einer einzigartigen architektonischen Dimension. Kirchen, 16 Klöster, 12 Museen, 12 Kapitelsäle und Refektorien sind die Zeugen einer Zeit, in der die Sonnen- und Mondkalender aus Stein und Ton, Kunst und Religion in sich vereinigten.
Epochen zusammenfügend erstreckte sich die Stadt ihrem schützenden Berg entlang. Eine neue Architektur kleidete stetig die Hänge und Falten seiner Geografie. Und während die neuen Straßenzüge entstanden, folgten rasch die modernen Dienstleistungen und Bequemlichkeiten, die Erholungs- und Vergnügungsplätze sowie die Kulturstätten. So machten Künstler und Mythen, Quartiere und Leute nach und nach aus diesem Umfeld ein großes Szenarium, damit nun alle, Träumer und Dichter, Reisende und Touristen, gemeinsam durch die Stadt und den Vulkan inspiriert, die Poesie von morgen ersinnen. Über den Horizont blickend erheben sich gegenüber Quito die Andengottheiten, um dem Wanderer den Weg in die Richtung zu weisen. An Felsen und Hängen, auf Paramos und Hochebenen, an den ewigen Schnee angrenzend, bemüht sich die Höhenvegetation, das Pflanzengrün zu erhalten. Auf anderen Plätzen des Gebirges, am Cotopaxi und Cayambe, beherbergen alte Haciendas all diejenigen, die in der Dimension des Sternenhimmels Ruhe und Erholung suchen. Auf den Märkten von Otavalo und Cotacachi, wo der Faden und das Gewebe den Einklang alter Webstühle darstellen, kann der Reisende das reiche und besondere Konzept dieser uralten Kunst erfassen. Eines Erbes von Gebrauchsgütern, das unter den Menschen, den Seen und den Quechua-Andenvölkern überlebt und sich gleichzeitig immer wieder erneuert. Auf dem Hochgebirge, wo der Mensch der Maiskultur von Anfang der Zeiten an die Kenntnis der Lebenserhaltung zu bewahren wusste,
gehen Keime ferner Herkunft auf, um mit ihrer Färbung die Sonne der neuen Zeit zu beleben. An der Mittellinie der Erde, auf einem Platz natürlicher Magie, lockte der Reisemagnet des Äquators im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche uralte Kulturen der Region an, um das tiefe Geheimnis der Bewegung des Kosmos zu enthüllen. Die Beobachtung der Sterne ermöglichte Priestern und Schamanen schon zu frühen Zeiten, die runde Form der Erde und den genauen Punkt zu entdecken, auf den die Sonne vertikal und schattenfrei scheint. In der Mitte der Welt, in einem Umfeld uralter Mythen und Sagen, kommt der Pilger aus anderen Erdteilen der Sonne beider Hemisphären entgegen. In dieser Enklave auf dem Breitengrad Null wird der von Bergen und Hängen bewahrte Zauber durch ein Konzert von Farben und Klängen offenbart. Die Biodiversität des Äquators, eine Natursymphonie, die den Wanderer im Vorbeigehen erstaunt und verführt. Galapagos, Naturerbe der Menschheit, ein Laboratorium der Zeiten, ein einzigartiger und privilegierter Platz, wo Pflanzen und Tierarten als Zeugen der Jahrtausende überleben. Cuenca, Kulturerbe der Menschheit, Stadt der Flüsse und der Geschichte, der Handwerker und alter Erbschaften, Sitz antiker Kulturen, die ihre Spuren wie ein Siegel der Zeit hinterließen.
wo die Vergangenheit und die Zukunft in einer einzigen Dimension zusammenfließen, wo die Breiten der Welt in einer großen Vielfalt an Geografien und Kulturen miteinander verschmelzen, findet der Pilger der Zeiten Quito.